Kommen wir nun wieder zu den Übungsaufgaben aus der Kategorie Implementieren wir ein unbekanntes Entscheidungsproblem in GAMS. Heute beschäftigen wir uns mit dem Weberschen Standortproblem. 1909 hat Alfred Weber diese Modellformulierung publiziert und es geht darum, für ein Abseitsgebiet, dargestellt durch eine homogene Fläche, den Punkt für einen potenziellen Standort zu finden, der optimal ist. Die Transportkosten sind dabei das zentrale Element zur Bewertung eines Standortes. Diese ergeben sich aus der Produktsumme der zu transportierenden Menge AI und der euklidischen Entfernung zum gewählten Standort jedes einzelnen Kunden I. Das resultierende Entscheidungsproblem ist nicht mehr linear. Das heißt, wir können keine lineare Programmierung zur Lösung verwenden. Wir sehen hier zum einen, wenn wir diese binomischen Formeln auflösen, steht hier x². Das ist nicht linear und wir ziehen auch noch die Wurzel daraus. Also in GAMS müssten wir den Modelltyp NLP verwenden im Search Statement. Welche Modellentitäten benötigen wir also? Im Gegensatz zum Transportproblem können wir anhand der Nebenbedingungen nicht die benötigten Mengen ablesen. In diesem Fall müssen wir uns die Gleichung selbst genauer ansehen. Anhand des Summenzeichens erkennen wir, dass wir eine Menge haben mit dem Bezeichner i. Hier unten in der Datentabelle sehen wir alle unsere Parameterentitäten. Und was dann noch in der Gleichung verbleibt, in der Zielfunktion, das muss eine Entscheidungsvariable sein. Also x und y und z. Beginnen wir also wie fast immer in GAMS mit dem Entitätstyp Set. Wir haben eine Menge i, die alle Knoten umfasst und die Elemente k1 bis k8 enthält. Unser Modell umfasst insgesamt drei Parameter. Die x- und y-Koordinate der einzelnen Punkte, hier nochmal visualisiert, und der Mengenbedarf ai, der an jedem Knoten anfällt. Deklarieren wir also Parameter ui, x, Koordinate und definieren den Parameter mit den Werten aus der ersten Zeile der unteren Tabelle. Genauso verfahren wir mit dem Parameter vi, der y-Koordinate. Die Definition entspricht der zweiten Zeile der unten stehenden Tabelle. Und zuletzt der Bedarf ai, den wir mit den Werten der dritten Zeile der Tabelle definieren. Wie immer haben wir einen unbeschränkten Zielfunktionswert. Da wir uns in der Ebene befinden und alle Koordinaten der Punkte positiv sind, können wir die Entscheidungsvariablen x und y als positiv kontinuierlich deklarieren. Jetzt geht es an die eigentliche Modellformulierung. Wir deklarieren unsere Zielfunktion. Und definieren diese als die Gleichheit zwischen dem Zielfunktionswert und der Summe über alle Elemente in der Menge i, wobei jeweils das Produkt aus ai und dem Square Root, also der Wurzel von Square x minus ui plus Square y minus vi. Damit muss nur noch die Modellidentität deklariert und definiert werden. Und zuletzt die Zollanweisung eingegeben werden. Wir wollen dabei unseren Zielfunktionswert minimieren und nutzen dabei die Methoden der nichtlinearen Programmierung. Zuletzt kompilieren wir unseren fertigen Code. Dem Solution Report der Listing-Datei entnehmen wir, dass der optimale Standort für unsere 8 Punkte an den Koordinaten 41,9 und 17,47 liegt. Wir können ein Verfahren zur Lösung des Weberschen Standortproblems auch ganz einfach mit den heute gelernten Schlüsselwörtern zur Ablaufgestaltung implementieren.
Das Verfahren nennt sich modifiziertes Miele-Verfahren und der Algorithmus ist hier in vier Schritten aufgeführt. Man berechnet zuerst den Schwerpunkt in der Ebene. Dann bestimmt man in jeder Iteration einen Wert xμ und yμ. Das Ganze wiederholt man so lange, wie die absolute Änderung zwischen den xμ-Werten zweier aufeinanderfolgender Iterationen groß genug ist. Gleiches gilt für die y-Werte. Da wir in dieser Aufgabe keine 12 Anweisungen nutzen wollen, benötigen wir keine Entitäten vom Typ Variable. Alle weiteren Bezeichner können wir als Skalare deklarieren. Wir benötigen ein x0, ein y0, ein xμ, ein yμ und ein xμ für die Vorgängeriteration und ein yμ für die Vorgängeriteration. Deklarieren wir also eine ganze Menge Entitäten vom Typ Skalar. Für unseren Schwerpunkt x0 und y0 und vier Entitäten für unsere x- und y-Werte in den einzelnen Iterationen. Wir benötigen auch weiterhin einen Zielfunktionswert. Als letztes benötigen wir einen Schwellenwert Alpha und um zu vermeiden, dass wir an dieser Stelle durch 0 dividieren, brauchen wir ein winziges Epsilon als Korrekturterm. Wir deklarieren Alpha und definieren Alpha mit 0,05. Epsilon kann ein winziger Wert sein. Ich wähle hier 0,00. Zudem möchte ich eine Art Hilfsvariable bzw. Hilfsskala einführen. Wir sehen, dass für die Berechnung von xμ und yμ jeweils der gleiche Nenner auftritt. Um uns etwas Schreibarbeit zu erleichtern, führe ich deshalb die Entität Nenner ein. Unser Algorithmus startet mit der Berechnung des Schwerpunktes aller Punkte. Dabei ergibt sich x0 aus der Summe über alle Elemente in der Menge i, ai mal ui durch die Summe über alle Elemente in der Menge i, ai. Analog verfahren wir mit y0. Dieses ergibt sich aus der Summe über alle Elemente in der Menge i, ai mal vi durch die Summe über alle Elemente in der Menge i, ai. Die so berechneten Schwerpunktkoordinaten bilden die Startwerte für unsere Skalare x1 und y1. Für den eigentlichen Iterationsablauf könnten wir jetzt entweder eine While- oder eine Repeat-Schleife verwenden. Denn die genaue Anzahl der Iterationen ist nicht bekannt, die wir benötigen, bis die absolute Änderung unserer Schwerpunktkoordinaten x und y den Schwellenwert Alpha nicht mehr unterschreitet. Ich entscheide mich an dieser Stelle für eine Repeat-Schleife. Diese beginnt mit dem Schlüsselwort Repeat und Until. Ich formuliere auch gleich die Abbruchbedingung, die lautet, wenn der absolute Wert von x2 minus x1 kleiner gleich Alpha ist und der absolute Wert von y2 minus y1 kleiner gleich Alpha ist, dann brich die Schleife ab. Wir beginnen jede Iteration mit der Berechnung des Zielfunktionswertes. Dieser ergibt sich nach wie vor aus der Summe über alle Elemente in der Menge i, ai, mal der Distanz jedes Knotens zum aktuellen Schwerpunkt x1 und y1. Es sei nochmal darauf hingewiesen, dass wir an dieser Stelle einen echten Zuweisungsoperator ist gleich verwenden und keinen Gleichheitsoperator ist gleich e ist gleich, wie bei der Definition einer Equation-Entität. Um die Werte des aktuellen Schwerpunktes für die nächste Iteration zu speichern, überschreiben wir die aktuellen Werte unserer Skalare x2 und y2 mit den Werten x1 und y1. Zur Kontrolle lassen wir uns an dieser Stelle die Werte der Skalare x1, y1 und f ausgeben. Anschließend bestimmen wir den Wert unserer Hilfsentitätennenner. Dieser ergibt sich aus der Summe über alle Elemente in der Menge i, ai, geteilt durch die Distanz
zum aktuellen Schwerpunkt plus Korrektur. Nun müssen wir nur noch die Schwerpunktkoordinaten aktualisieren. Das heißt, ergibt sich dabei aus der Summe über alle Elemente ai mal ui durch die Distanz zum Schwerpunkt in der letzten Iteration plus Korrekturterm. Abschließend teilen wir durch unsere Hilfsentität Männer. Analog verfahren wir bei der Berechnung von y1. Die Formel ist identisch mit einem einzigen Unterschied. Wir multiplizieren nicht mit ui, sondern mit vi. Damit sind wir an sich fertig. Wir müssen nur noch ein letztes Mal den Zielfunktionswert berechnen. Im Anschluss geben wir uns unsere drei Skalare wieder aus. Wir kompilieren unseren fertigen Code. Ich habe jetzt hier mal beide Listing-Dateien von Aufgabe 7 hier rechts und von Aufgabe 8 hier links nebeneinander geöffnet. Wie ihr seht, sind wir mit dem modifizierten Miele-Verfahren ein klein wenig schlechter als mit der optimalen Lösung der nicht-linearen Programmierung. Wir können versuchen, das Ganze noch ein bisschen zu verbessern, indem wir unseren Schwellenwert alpha weiter reduzieren. Also wenn wir zurückgehen in die zur Definition der Entität von Alpha, wenn wir hier statt 0,05 0,01 wählen oder auch sowas Kleines wie Epsilon und das Ganze nochmal ausführen und uns den allerletzten Wert dann anschauen, dann sehen wir, dass wir doch ziemlich identisch sind mit unseren Ergebnissen. Also wirklich zweite, dritte Nachkommastelle unterscheiden sich hier die Zahlen.